Dritter Kurzkrimi, Silvester. Jack Fontaine stand verloren an der Bar in Avalon. So nannte sich dieser Bereich einer romantischen Bar und Lounge im sagenhaften Stil einer antiken Burgruine in der Gaststätte Excalibur. Die mittelalterliche Schenke zu Hannover, zu finden im Stadtteil Bemerode. Er nippte an seinem Wasser und beobachtete das muntere Treiben um sich. In seinem schlichten dunklen Anzug unterschied er sich deutlich von den kostümierten Besuchern. Zum einen waren heute extrem viele Rollenspielgruppen in mittelalterlicher Gewandung zu Gast. Zum anderen war heute außerdem Piraten-Silvesterparty. Das hieß, dass hier heute neben den Rittern, Minnesängern, Edelleuten und Mägden auch Piraten nach Art des Jack Sparrows ausgelassen feierten. Es war der letzte Tag des Jahres und im Fernsehen liefen rund um die Uhr Jahresrückblicke zu verschiedensten Themen. Jack ließ seine Gedanken ein ganzes Jahrzehnt zurückschweifen. Vor 10 Jahren war er noch in Miami, Amerika tätig. Als junger Streifenpolizist war er nach Amerika gegangen, um Auslandserfahrungen zu sammeln und hatte dort den Karriereaufstieg zum Lieutenant beim CSI gemacht. Zurück in Deutschland hat er den Posten des leitenden Kriminalkommissars übernommen. Aus Amerika hatte er nicht nur eine Fülle von Erfahrungen und Auszeichnungen mitgebracht, sondern auch eine Ansammlung von dunklen Geheimnissen, die ihn schließlich vom Jäger zum Gejagten werden ließen und dazu zwangen, dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten wieder zu verlassen. Er vermisste sein Team in Miami. Mit seinen neuen Kollegen hier in Deutschland tat er sich schwer. Das Kommissariat feierte heute zusammen im Artus-Gewölbekeller, wo nun reichlich Bier und Wein in Tonkrügen ausgeschenkt wurde. Still und unbemerkt hat er sich hier an die Bar zurückgezogen und wollte gleich Schlag Mitternacht, wie die Märchenfigur Aschenputtel, das Weite suchen. Walt Disney hatte daraus Cinderella gemacht. Nur Jack war kein schüchternes, unterdrücktes Mädchen und einer Prinzessin würde er hier auch kaum begegnen. »Ohne Ihre Sonnenbrille hätte ich Sie beinahe nicht erkannt, Herr Kommissar«, wurde er von einer rothaarigen Frau im ebenfalls schlichten, dunklen, zweiteiligen Hosenanzug aus den Gedanken gerissen und er blickte etwas irritiert in graumelierte Augen und einem bezaubernden Lächeln. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, suchte jedoch nach den richtigen Worten, als sie ihm die Hand entgegenstreckte und sich vorstellte. »Jill Sanders. Sie erinnern sich bestimmt nicht. Wir sind uns immer nur sehr kurz über den Weg gelaufen.« Spontan erwiderte er, »Oh, the Crime Girl.« Sie lachte hell auf und senkte schmunzelnd den Kopf. »Krimi-Tante, auf gut Deutsch gesagt. Und ich hoffe, ich habe keinen allzu lächerlichen Eindruck hinterlassen,« waren ihre Worte dazu. Er war gerade frisch aus Amerika zurückgekehrt. Da wurde er gleich zu dem kuriosesten Einsatz seiner gesamten Laufbahn gerufen. In einem Hotel soll eine Gruppe wahnsinniger Weiber, so der panische Ausdruck des Buchhalters, der die Polizei dazu holte, den Hoteldirektor foltern, den sie zuvor entführt hatten. Jack schüttelte den Kopf und lachte ebenfalls auf. Er hatte die Situation noch vor Augen, in die er dann hineingeplatzt war. »This impression I got only from the poor director«, erklärte er automatisch in englischer Sprache. »Übersetzung?« »Diesen Eindruck habe ich nur von dem armen Direktor erhalten.« Er setzte rasch in Deutsch dazu, »Entschuldigung, ich war gerade so in Gedanken in meiner Zeit in Amerika.« »Und vermissen Sie diese Zeit?« wollte sie sanft von ihm wissen und konnte den Blick nicht von ihm wenden. Es war offensichtlich, dass sie für ihn schwärmte. »Reden wir nicht darüber«, bat er nur und wandte sich leicht ab, um einen Schluck Wasser aus seinem Glas zu nehmen. »Verstehe«, antwortete sie verlegen,
Der Umstand unserer ersten ominösen Begegnung sind meine unliebsamen Erinnerungen, die ich gern verdränge. Heute gar nicht als Burgfräulein oder Piratenbraut unterwegs? Wechselte er das Thema und drehte sich wieder zu ihr. Das Gedränge um sie herum brachte sie dazu, einander näher zu rücken, was beiden nicht unangenehm war. »Dasselbe könnte ich Sie fragen«, konterte sie. Die Menschen um sie herum begannen von 10 abwärts zu zählen und die Sektgläser wurden ausgeteilt. »Freunde haben mich überredet und mit hierher geschleppt«, konnte sie gerade noch erklären und nickte. Da knallten auch schon die Sektkorken und alle um sie herum stießen an und fielen sich um den Hals. »Frohes neues Jahr«, erklang es lautstark von überall her. Ein paar Gäste strömten nach draußen für das Feuerwerk und Jill wurde angerempelt, wobei sie an Jack herangedrückt wurde. Er fing sie in seinen Armen auf, damit sie nicht stürzte. »Happy New Year«, hauchte er, und sie küsste ihn zur Antwort spontan auf die Lippen. Draußen begannen die Feuerwerkskörper zu krachen und plötzlich fiel ein Schuss. Sie fuhren ruckartig auseinander und sahen sich erschrocken an. »Das war nicht Feuerwerk«, entfuhr es Jack, und Jill bemerkte, »das habe ich auch gehört.« Beide drängten sich sofort mit hinaus. Schemenhaft sahen sie, wie eine verwundete Gestalt ein Taxi rief. Keiner weiter achtete darauf, da alle Blicke in den Himmel gerichtet waren. »Mein SUV steht gleich dort, wir sollen folgen«, rief Jack aus, und Jill sagte nur, »alles klar, Herr Kommissar.« Sie sprangen ins Auto und folgten dem Taxi, in das der Fremde gestiegen war. Jill schreckte bei jedem Knall des Feuerwerkes um sie auf, doch Jack manövrierte gelassen das Fahrzeug durch die belebten Straßen. »Haben Sie starke Nerven«, entfuhr es ihr. Er schwieg lieber und wollte nicht zugeben, unter Beschuss schon öfter geraten zu sein, was deutlich gefährlicher war. Sie fuhren gerade hinter dem Dorfe über die Wülfeler Straße, die Latzner Straße hinauf, da bemerkte er, »Ich sollte Sie als Zivilperson eigentlich nicht mit hineinbeziehen. Wer weiß, wo wir hineingeraten?« Ihre schlichte Antwort lautete, »Zu spät.« Er bremste, hielt am Straßenrand und sah sie auffordernd an. Doch sie rief aufgeregt aus, »Nicht halten! Wir verlieren ihn aus den Augen!« Tatsächlich war schon ein Abstand zwischen ihnen und das Taxi drohte in der Ferne zu verschwinden. »Hinterher!« forderte Jill und Jack trat aufs Gas.